Moin Leute, was geht bei euch mal wieder ab? Ich habe hier meinen Bus am Start, wing, wing, und ich werde heute eine weitere Fahrt fahren und wollte euch mitnehmen hier auf diese Reise, auf diese schneeige Reise, denn wir werden nämlich tatsächlich im Schnee fahren. Das ist die Idee und ich habe schon das Wetter geändert und es ist jetzt auch der 1. Dezember und dementsprechend würde ich auch gerne das Auto anpassen in den Flixbus. Ich möchte immer Netflix sagen, in den Netflixbus Winter Edition. Sieht genau gleich aus. Können wir den vielleicht irgendwie blau machen oder so? Neverlands. Können wir den irgendwie so ein bisschen mehr so... Ja, yeah, hier. So ein bläulicher Bus. Aber da hat mir der andere mehr gefallen. Flixbus Winter. So, perfekt. Dann wieder auf realistisch. Ich werde es mir wieder antun. Absolute Glätte wird es geben. Und ich werde versuchen, tatsächlich eine Fahrt über die Autobahn heute zu machen. Denn auf der Autobahn gibt es nämlich etwas, was ich noch nie gemacht habe. Letztes Mal wollte ich übrigens in der Tankstelle reinfahren. Das hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht schaffe ich es heute. Aber heute möchte ich mal gerne einfach mal Pause machen, ja? Und mit Pause meine ich einfach eine Raststätte dran fahren und Pause machen. So, das ist ein grünes Tor, das ist ein grünes Auto und es schneit in der ganzen Gegend. Ich weiß nicht, ob es da mehr Glätte gibt, aber mit dem Netflix, mit dem Flixbus Winterbus haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, unsere Leute sicher und gut zu transportieren. Und rein in die gute Stube. Ihr wisst Bescheid, Leute, wie funktioniert's? Wir müssen auf jeden Fall Motor starten. Damit ist der Motor gestartet. Wir werden unsere Scheibenwischer ebenfalls aktivieren. Ich glaube, das ging mit F4 ganz gut. Bei Schnee brauchen wir nicht so viel. Wir müssen auf jeden Fall, also Lenkung funktioniert. Feststellbremse habe ich jetzt mal ausgemacht. Und wir müssen den Gang einschalten. Das heißt, Bild nach oben. Und damit dürfen wir schon ready sein. Hier, wir fahren auf jeden Fall Richtung Darmstadt. Wie ging das nochmal? Doch, die Karre jetzt an. Setze den Gang in neutrale Position. Ach so. Zündung starten. E. Ah, jetzt funktioniert das Baby. So, ja, Mann, da geht's auf jeden Fall los. Und jetzt auf jeden Fall können wir das Bremspedal drücken, die Klimaanlage anmachen. Wir können auch die Klimaanlage mal ausmachen einfach. Und einfach mal so losfahren. Mal gucken, was die guten alten Leute, die bei uns mitfahren, dazu sagen werden, ne? So, und wir fahren jetzt hier erstmal wieder raus. Uiuiui, ist das warm hier. Ohne Klimaanlage ist halt nicht so leicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieser Bus, der hat tatsächlich einfach so eine Unterbodenbeleuchtung, gell? So, einmal hier den Blinker kurz setzen, ne? Dann fahren wir hier kurz um die Ecke und überholen. Überholmanöver, das ist hier meine Stadt. Ey, hau ab, Mann! So, der wilde Bus ist mal wieder auf der wilden Fahrt. Schön im Winter. So, Scheibenwischer läuft. Uiuiui, was machen Sie denn da? Uiuiui, bitte, ich bitte Sie. Uiuiui, da habe ich einen Baum mitgenommen. Ah, zum Glück sind die Passagiere noch nicht mit drin. Durch da! Oh, Mann. Jetzt hänge ich hier fest. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe einen Blinker gesetzt gehabt. Das schwöre ich Ihnen. Der erste Reset nach 5 Sekunden. Ist nicht schlimm. Oh Mann, wir müssen hier ein bisschen in den Rückwärtsgang. Das Blöde ist beim Realistischen, ne? Da ist der Rückwärtsgang immer so realistisch. So, und jetzt einmal hier kurz um die Ecke fahren. Dann kommen wir auch schneller durch. Ja, man muss hier nämlich im realistischen Modus, muss man ja alles selber machen. Komplett. Ich weiß noch nicht mal, wie das Licht angeht, Alter. Und deswegen, ich brauche mal für alles ein bisschen länger, aber ist schon okay. Ich muss ja auch gleich nochmal das WLAN aktivieren für die, gell? WLAN war auf U. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott, das ist glatt. Wow. Okay, wir fahren rückwärts kurz. Meine Güte, ist das glatt hier. Das darf man aber nicht unterschätzen. So, einmal hier bitte. Da haben wir. Aber wir haben die Winterreifen drauf. So, ich glaube, hier um die Ecke dürften eigentlich unsere hungrige Meute stehen. So, da holen wir die mal kurz ab. Die wollen jetzt alle mit uns auf die Autobahn. Deswegen, wir müssen uns beeilen. Heute machen wir schnell. So, heute werdet ihr alle abgefrühstückt. Habt ihr mich verstanden, meine werten Damen und Herren? Kommt jetzt hierher. So. Ist das gültig? Wohin willst du? Ja, Darmstadt? Ich glaube, wir fahren nach Darmstadt. Ja, das stimmt. So, was ist mit ihm? Oh, Gepäckraum, Gepäckraum. Machen Sie doch selber einen Gepäckraum auf. So, einmal hier die Tür mache ich noch auf, dann können die noch einsteigen. So, Gepäck ist an. Mahlzeit. So. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Nach Darmstadt? Nö, kein Bock. Das Fahrgastziel liegt auf deiner aktuellen Route. Oh Mann! Oh Mann, okay. Darmstadt. So, bitteschön. Kontrollieren. Können wir machen. Kann ich eigentlich auch machen, ohne zu kontrollieren? So, Darmstadt Busbahnhof sieht gut aus. Was haben Sie? Ist es gültig? Wohin fährst du? Rostock? Nee, das sieht nicht gut aus. Rostock ist auf jeden Fall weiter oben. Das ist viel weiter weg sogar. Darmstadt, genau da fahren wir hin. Richtung Darmstadt. Frankfurt Airport, das sieht aber nicht richtig aus. Frankfurt Airport ist nochmal ein bisschen weiter drüber.
Darmstadt nehmen wir mit. Ich glaube, den haben wir gestern auch gefahren. Darmstadt Busbahnhof sieht auch gut aus. Darmstadt Busbahnhof sieht gut aus. Was haben Sie da? Ah ja, perfekt. Und den da auch. Und der wurde abgelehnt. So, insgesamt 2 Leute abgelehnt. Schöne Sache. So, Klimaanlage haben wir ausgelassen dieses Mal. Mal gucken, wie die Leute da drauf reagieren. So, letztes Mal haben wir die ja gut gefahren. Ey, coole Mütze, Bro. Ich kannte auch mal jemanden, der hat die immer getragen. So, meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück Richtung Darmstadt. Alter, das sind einfach 3 Stück, die diese Mütze tragen. Der hier, dann der hier und der hier. Okay, wir fahren auf jeden Fall ins schöne Örtchen Darmstadt. Der hat seinen Namen dadurch bekommen, indem er so wohlklingend ist. Keine Ahnung, was? Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Und ich möchte mal wissen, was die Leute sagen, was passiert, wenn wir mal wieder an der Klimaanlage sparen. So, wir geben jetzt einfach mal ein bisschen Gas. Müssen hier... Oh, WLAN frei. Gibt es WLAN? Oh ja, ist ja gut. Du kriegst ja dein WLAN. So, WLAN ist aktiviert. Jetzt gibt es gar kein... Leichter Unfall. Okay, der erste. Gar kein Problem. Davon wird kein weiterer mehr folgen. So, WLAN ist aktiviert. Komm, wer von euch will aufs Klo, hä? Wer will aufs Klo, ihr Guten? Komm, der Erste wird gleich sagen, gibt es hier eigentlich auch ein WC? Ein WC, bitte? Ich kann das sogar jetzt eigentlich schon, oder? Alter, Junge! Mann! Der hat mir einfach die Vorfahrt geklaut. So, okay. Ich wähle hier mal den Scheibenwischer nochmal. Oh, leichter Unfall. Was geht denn hier ab? Alles gut. Ich habe einen Blinker gesetzt. Okay, wir fahren. Einfach alles entspannt. Okay. So, wir gehen wieder in die andere Perspektive, um ein bisschen mehr Übersicht über die Situation zu bekommen. So. Klimaanlage bleibt so lange aus, bis die Leute sich beschweren. Ihr kennt den Sparfuchs. So, hier nehmen wir einfach eine größere Kurve. Einfach aufhören. Oh ja, perfekt. Uiuiui. Da haben wir die Kurve ein bisschen zu... Mein Nagel ist angerissen? Was interessiert mich das? Ich bin dein Busfahrer, nicht deine Mutti. Ich fühle es richtig, der Busfahrer zu sein. Ich sag's euch. Und Vorwärtsgang. Hey, Vorwärtsgang. So. Wir gehen wieder rein. Okay, wir sind wieder unterwegs. Wir müssen nur aus der Stadt raus. Ich habe immer diese Probleme, aus der Stadt rauszukommen. Kennt ihr das? Sobald ich auf der Autobahn bin, brettern wir 100 durch. Ich verspreche euch das. So. Die schöne Winterzeit. Ich wollte unbedingt mal im Winter fahren. Schön mit Schnee. Weil leider war ja Weihnachten nicht so nice. Haben wir genug Tank? Ja, ich denke mal schon, oder? In diesem realistischen, was passiert denn da, wenn wir keinen Tank mehr haben? Hey, was passiert... Oh, da bist du ja. Hey, was passiert denn eigentlich, wenn wir keinen Tank mehr haben? Was sprichst du nicht mit mir? Okay. Ja, alles gut. Jetzt noch Flügel und wir heben ab. Wir haben... was für Flügel? Wir fahren 94 bei 50. Das ist in Ordnung. Ich habe extra Winterreifen auf die Karre draufgeschraubt. Schmeckt sich da jemand auf der Toilette? Okay, ich habe nur darauf gewartet, bis da jemand einen dummen Spruch wirft. Hier, Toilette ist offen. Kein Problemchen. So, ich erkläre kurz die Fahrt. Wir fahren Richtung Darmstadt. Und Darmstadt ist tatsächlich nur noch insgesamt 99 Kilometer entfernt. Der Bus fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h, wie der Boss in der Mitte der Straße. Und wir haben auf der Fahrt eine Möglichkeit, an eine Raststätte zu kommen. Juhu! Okay, ich freue mich auf jeden Fall auf die Raststätte. Ich setze mal hier kurz einen Blinker. Okay, kurze Notbremsung. Und wir fahren hier. Ui, was ist denn hier passiert? Ich hab einfach gerade den Drift des Jahrtausends gezogen. Ey, da vorne geht's Richtung Karlsruhe, da waren wir doch letztes Mal. So, jetzt kurz hier den Blinker setzen, ne? Kurz rückwärts fahren, kurz einen Blinker setzen, ne? Okay. Und jetzt wieder vorwärts fahren. Wir fahren. Okay. Alles entspannt, wir sind wieder da. Wir haben nur einen Pullover mitnehmen sollen, ist das kalt. Klimaanlage zu kalt? Ich hab die nicht mal... Hä? Die Klimaanlage ist aus, Alter! Die ist aus, da unten steht sogar dran, Klimaanlage einschalten. Es ist, oder liegt es daran, weil die Klimaanlage auch wärmt? Achso, nee, wir sparen, sorry, tut mir leid. Gott, scheint zu hart getroffen. Gott, wir haben etwas überfahren. Nein, haben wir nicht, Mann, da war gar nichts. Ich hab's gesehen. So, jetzt erstmal schönen Blinker setzen. Wir gehen in die Kurve. Hier kann man die Kurve locker nehmen. So, oh mein Gott! Bleib stehen. Oh mein Gott.
Ich habe das Gaspedal irgendwie verloren gerade an meinem Fuß. So, alles gut. Das war nur ein kleiner Driftikus. Ja, das Problem ist die Straße. Die Straße ist so, wie soll ich sagen, so glatt. So einfach Glattgang ist die. Und deswegen ist das nicht meine Schuld so. Aber jetzt erstmal schön auf die Autobahn, ganz entspannt. Jetzt zeige ich euch mal, was dieser Bus hier Topspeed drauf hat. So, geben wir mal einen schönen Kickdown hier rein. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht nochmal einen weiteren Gang schalten kann. Ne, wir sind schon Drive 7. So, okay, das ist es. Wir sind auf der Autobahn. Ui. Das ist wie Tempomat jetzt eigentlich. 81 Kilometer insgesamt sind es. Oh, da ist die Polizei. Da ist die Polizei, okay. Wir fahren mal auf den dritten Streifen einfach, weil wir einfach schnell sind. Okay, die Polizei bleibt weg. Okay, ist ja nicht so, als ob wir hier die Leute aufhalten. Hey, da darf mich keiner hier überholen, okay? Ich bin hier der Busfahrer. So, ich blockiere hier niemanden die Strecke. Ich bin die Strecke. So, in den nächsten 20 Kilometern sollten wir eigentlich... Hey, was überholst du mich? Weg mit dir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Fahr, mein kleiner Bus. Fahr einfach vorwärts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist einfach ein 8-facher Unfall gewesen. Ein 9-facher. Oh Gott. Schnell weg hier. Oh Gott. Geht's euch da hinten gut? Ob es Ihnen gut geht, Sir? Okay. Ich glaube, die Leute können nicht darüber reden, weil es so schlimm war. Aber es ist schon in Ordnung. Wir bauen wieder Tempo auf. Okay, ich mache jetzt mal die Klima an. So, kein Problemchen. Oha, da hat uns wieder jemand überholt. Und da ist schon wieder einer. Flix auf die Piste. Okay, relax. Da, guckt euch den mal an. Den lasse ich nicht durch. Den lasse ich auf gar keinen Fall durch. So, ich lasse hier... Ey! Weg mit dir! Ja, darum schneidet man sich an. Ich lasse hier niemanden durch. Ich bin der Straßenking. Oh. Ist da die Raststätte? Oh, da ist eine Raststätte! In 500 Metern. Oh mein Gott, ich muss da raus. Oh, schnell. Ich muss die nehmen. Oh mein Gott, alles gut. Ich auch. Alter, der ist einfach verschwunden. Okay. Oh Gott, alles gut. Wir sind drauf. Alles gut, Leute. Ich bin gleich drin. Und wir sind da. Okay. Ich möchte jetzt mal kurz tanken. Oh mein Gott, Alter. Ich habe die Ausfahrt wie ein King genommen. So, jetzt packe ich da nochmal kurz rückwärts ein. Ich kann es übrigens auch von innen machen, ne? Mit den Spiegeln. Ihr seht es. Oh, aua. Ich glaube, ich bin da nicht ganz richtig gefahren. Ich muss mal hier kurz nochmal kurz in den Vorwärtsgang. Tu, dieser Spiegel, der ist aber auch krumm, ne? So. So, jetzt sind wir wieder im Rückwärtsgang. Ey, da hat sich ein Taxi hingestellt! Was ist denn das? Hau mal ab, Taxi! Ey, hier, hau mal ab, ey. Ich wollte hier tanken, Mann. So, ja, hast du davon. So, Motor ausschalten. So. Boah, 1,37 der Liter. 1,37 der Liter, kein Problem. Wir tanken auf. Oha, guck mal, wie viel Tank wir noch haben. Das ist ja, boah. Alter, 35 Euro waren das trotzdem. 26 Liter. Okay, nicht übel. Haben wir kurz getankt. Setze den Gang in eine neutrale Position. Zündung starten, Motor starten. Oh ja, Mann, so schnurrt das Baby. So, sind da hinten alle zufrieden? Ich habe dich gefragt, ob du zufrieden bist. Warum reden Sie nicht mit mir, Sir? Okay. Gut, wir gehen in Drive 1. Feststellbremse lösen und Kickdown. So, einmal kurz nochmal den Blinker hier reinmachen. So, und dann nochmal... On the road again. Wir sind wieder auf der Straße. Oh mein Gott, da gibt es einen Parkplatz. Oh mein Gott, wir können auch Pause machen. Ich will Pause machen. Neben diesem LKW-Fahrer. Erst getankt und jetzt eine Runde Pause machen. Oh yeah. So,
So, jetzt gibt's eine kleine Pause. Schön auf der Zwischenfahrt durch. Wie kann ich denn nochmal aussteigen hier aus der Bude? So, jetzt gibt's Pause. Ob ihr wollt oder nicht. Habt ihr das verstanden, ihr Klone? Hallo? Ey, du saßt doch gerade eben noch da vorne. okay, ich mache euch mal hier kurz die Türen auf. Und dann machen wir hier mal kurz eine kleine Runde Pause. So. Machen wir überhaupt schon Pause? Wie macht man denn überhaupt in diesem Spiel Pause? Drückt man dafür einen Knopf oder so? Es ist Pause. Schaut euch die Raststätte an. Hier, Leute, kommt doch raus. Ey, ich glaube, sowas wie Pause gibt's gar nicht. Dann würde ich mal sagen, ne? Das war die Pause. Aber gibt's nicht normalerweise immer einen Burger King an so Raststätten? Rasthof Dip-Tip. Das sieht aber ganz schön schäbig aus. Da sind die ganzen Fenster mit Holz einfach vollgeballert. Okay. Ich habe das Gefühl, da kommt keiner mehr raus. So, ihr kleinen Pause, Leute. Dann halt gibt's halt heute keine Pause. Fahren wir halt weiter. Okay. Wir fahren weiter. Das war unsere Pause. So, gut, meine werten Damen und Herren, daher, dass keiner von euch Pause haben wollte, gibt es jetzt eine Strafe. Es gibt die Strafe der Klimaanlage. Okay, gucken wir mal, was man hier mit der Klimaanlage machen kann. Wenn ich theoretischerweise die ganze Zeit B drücke, dann sollte hier eigentlich etwas passieren. Habe ich hier nicht eine Einstellung oder sowas, was sich so verändert? Ich weiß, ich sollte vielleicht auf die Straße gucken. Aber da ist gerade eh nichts. Also ich sollte eigentlich hier die Klimaanlage verändern können. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Also wir versuchen es einfach mal. Ich drücke mal die ganze Zeit B oder V oder N. Oh, oha, krass. Ich kann mein Navigationssystem an und aus machen. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. B, 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 B. Also eigentlich müsste ich auch meine Klimaanlage steuern können. Also, habt ihr Lust auf ein Rätsel? Okay, dann eben nicht. Gut, dann fahren wir. 32 Kilometer sind es hier sowieso noch. Wir fahren bergauf, schafft unser Bus, glaube ich, nicht mehr so viel. Im Prinzip könnte ich ja eigentlich auch eine kleine Abkürzung nehmen, weil Darmstadt ist sowieso rechts. Und dann könnten wir eigentlich über die Felder fahren, ne? Könnte man machen. Muss man aber nicht. Hey, Homeboy. Bodycheck. Mein Nagel ist angerissen, alles klar. Hier, du da. Guck mal, Bodycheck. Wow, wow, guck mal, Alter, ich sammle die Punkte. Wollte gerne eigentlich hier diese Schneefahrt einfach gut schaffen, ne? Einfach ganz entspannt durch den Schnee fahren, hier einfach Richtung Darmstadt abbiegen. Guck mal, da rechts ist doch schon Darmstadt. Ah, perfekt. Dann einfach hier kurz rausfahren aus der guten Bude. Mal gucken, ob ich die Ausfahrt gut schaffe. Woo! Okay. Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Oh mein Gott! Was ist mit diesem Reifen da passiert? Okay, ich glaube, ich kann damit jetzt nicht mehr ganz aufstehen. Ich glaube, das hat sich jetzt nicht so angeboten. Aber wir können zumindest fahren. Tut mir leid, meine werten Damen und Herren. Wir haben eine kleine Verspätung durch einen kleinen, starken Crash. Was? Alter, was? Da steht jetzt 60 Kilometer dran. Warum das denn? Der will, dass wir da das ganze Autobahnkreuz hier nehmen. Nee, das machen wir nicht. Ich zeig, wie wir das machen. Wir fahren jetzt einfach hier so rechts rein. Ich setze auch einen Blinker. So. Oh Mann, wie kommen wir da denn jetzt wieder raus? Okay, kurz Rückwärtsgang. Okay. Fahr mal kurz rückwärts, kleiner Bus. Komm schon, du schaffst es, du Kleiner. Los! Oh Mann, wir kommen da nicht mehr raus. Okay, eigentlich hätte ich anders fahren. Oh, guck mal, jetzt bin ich auf der Straße richtig drauf. Sondern jetzt will der wahrscheinlich immer noch, dass wir so fahren. Aber wir machen einen Geisterfahrer und fahren jetzt hier rückwärts rein und dann nach Darmstadt. Ganz easy. Also, das heißt, wir ballern den Rückwärtsgang rein und wir fahren jetzt einfach hier rückwärts. Okay? Ganz entspannt. Warum fährt denn der so langsam rückwärts? Ich habe mir das irgendwie schneller vorgestellt. Ach, egal, ich hupe ein bisschen. Wuhu! Yeah! Okay, ich habe mir das irgendwie ein bisschen schneller vorgestellt. Ich glaube, es wäre sogar schneller gewesen, wäre ich auf der Autobahn vorne gewesen, hätte dort gewendet und dann wäre ich hier so rückwärts gefahren. Aber ist okay. Ist okay. Ich hab... Oh nein! Da kommt ein anderer Straßenverkehrsteilnehmer. Er behindert mich an meinem Plan. Geh, fahr einfach an mir vorbei, Bro. Genau. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Wie jetzt? Das nimmst du zurück. Ich muss hier nur kurz vorbei.
Mann! Okay. Oh, ich glaube, ich schaffe das so nicht. Aber es ist besser, als vorne dort dieses Autobahnkreuz wieder zu nehmen. Pass auf, wir müssen nur auf diese Straße da irgendwie rauskommen. So, ich drehe jetzt auf der Autobahn einfach kurz. Ist doch kein großes Ding so. Und dann fahren wir hier einfach rein. So, gegen die Leitplanke. Dann gehen wir hier Rückwärtsgang und ballern hier einfach kurz einen Rückwärtsgang durch. Ja, oha, der hat ja einen richtig guten Rückwärtsgang. Bremsen, ne? Und vorwärts jetzt wieder. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Jetzt schnell, 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 fahr da runter. Wir können eigentlich auch auf die Piste gehen hier. Bisschen durch den Schnee fahren. Yeehaw! Fahrzeug aufgeladen. Ist der Navi kaputt? Nö. Erst recht funktioniert es hier auf dieser schönen Schneepiste. Ring, ding, ding, ding. Wuhu, ab durch die Hecke. Yeehaw! Und wir sind wieder back. So, und zack, haben wir uns einfach gerade 40 Minuten gespart. Kurz klein Drifty. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Also, Mittwoch, 1.12., 11.15 Uhr, 6. Gang. Wir sind auf der Einfahrt Richtung Darmstadt. Juhu! So, es hat ein paar kleine Komplikationen gegeben, aber es scheint jetzt wieder alles in Sorte und in Torte zu sein. So, kleinen Drifty hier reingehauen und jetzt nochmal kurz einmal den hier, ein bisschen langsamer, kleiner. Ui! Opa! Ja, ich bin noch nicht so gut im Kurve nehmen, ne? Aber wir sind da. 5 Kilometer hier noch. Das ist ja gar nichts. Schön durch die Innenstadt. Wir sind drin. Ja, wir dürfen halt nicht so viel Tempo aufnehmen, Mann, ne? Oh, aber Darmstadt, meine Güte, ist das eine Stadt. Meine Güte. Boah. Oh. Dazu kann ich jetzt nichts mehr sagen. Ich glaube, die Leute in meinem Bus, ihre Sprüche, die sie normalerweise sagen, die sind jetzt links aufgebraucht einfach. So. Gleich sind wir da. Scheint schon ein bisschen genervt zu sein, ne? Whoppa. Nee, das stimmt nicht. So, wir sind da, Leute. Wir sind da. So. Tutut. Ja, da hast du richtig gesehen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Hier, steigt alle aus. Ich kann euch alle nicht mehr sehen. Geht. Geht bitte alle. Oh mein Gott, das ging echt schnell. Oh, guck mal, wie schnell die alle draußen sind. Okay, wir haben Darmstadt freigeschaltet und damit sind wir fertig. Es reicht. Ich habe keinen Bock mehr auf Busfahren. Und deswegen sind wir heute fertig. Meine werten Damen und Herren, falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal wieder... Ich glaube, ich drehe langsam durch. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.